Liebe Zuschauer, nach diesen erotischen Fällen nun zu kriminalistischen, denn Edgar Wallace hat... Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. Die Übersicht. Rede Erich Honeckers vor Kreissekretären, langfristige Orientierung für Parteiarbeit. Starke internationale Beachtung der Rede, Korrespondenzen aus Moskau, Bonn, Genf und Prag. Olympische Winterspiele im kanadischen Calgary eröffnet. 100.000 auf Gedenkkundgebung zum Jahrestag der Zerstörung Dresdens. Ausländische Korrespondenten zu Filmaufnahmen bei SS-20-Raketen in der Sowjetunion. Israelischer Terror in besetzten Gebieten fortgesetzt. Ein konkretes Aktionsprogramm für die weitere Verwirklichung der Politik des 11. Parteitages hat Erich Honecker mit seiner Rede auf der Beratung des Sekretariats des Zentralkomitees mit den ersten Sekretären der Kreisleitungen gegeben, sagte einer der Teilnehmer, Heinz Vietze, erster Sekretär der Kreisleitung Oranienburg, in einem Interview für die aktuelle Kamera. Nun, die am gestrigen Tag durchgeführte Beratung des Sekretariats des Zentralkomitees mit den ersten Kreissekretären hat eine gute Tradition in unserer Partei, findet immer zum Anfang eines Jahres statt und bietet natürlich so die Möglichkeit, die erreichten Ergebnisse in der Arbeit, in besonderem Maße natürlich jetzt in diesem Jahr unter dem Gesichtspunkt der Realisierung der Aufgaben des 11. Parteitages zu bilanzieren und ausgehend vom Erreichten auch genügend Gegenstand für die Auseinandersetzung darüber zu sprechen, was an Aufgaben zu lösen ist. Und das Jahr 88 ist ein sehr bedeutsames Jahr. Genosse Erich Honecker hat das in der gestrigen Rede in besonderer Weise hervorgehoben für die Aufgaben, die wir zu realisieren haben im Interesse der Haltung des Friedens. Und ich glaube auch, die gestrige Beratung war in besonderer Weise eine Herausforderung für jeden ersten Kreissekretär, darüber nachzudenken, wie der Beitrag des Territoriums, der Betriebe, der Genossenschaften, aller Werktätigen aussehen kann und muss, damit die gute Politik unserer Partei auf das Wohl des Volkes gerichtet weiter kontinuierlich fortgeführt werden kann. Wir realisieren in unserem Kreis immerhin eine Warenproduktion von 7 Milliarden Mark. Und da ist es wichtig, dass also unsere Lokomotivbauer in Henningsdorf ihren Beitrag leisten für die Elektrifizierung der Reichsbahn, dass wir moderne Anlagen herstellen für das gesamte Gebiet der Schweißtechnik, die Kupferfolienproduktion als Basismaterial für die Mikroelektronik, das war eine ganz bedeutende Sache am gestrigen Tag, muss in entsprechendem Maße gesteigert werden. Und Genosse Erich Honecker hat gestern auch in seiner Rede deutlich gemacht, das, was wir an Ergebnissen erreicht haben, darauf können wir berechtigt stolz sein. Das ist das Ergebnis der täglichen Mühen unserer Arbeit. Aber es ist auch noch manches zu tun. Die Erwartungen und die Bedürfnisse unserer Menschen wachsen ständig. Und dazu ist das Leistungswachstum notwendig zu realisieren, weil auf dieser Basis natürlich auch immer besser die Bedürfnisse der Menschen befriedigt werden können. Wir sind hier in einem Gebiet, wo wir im letzten Jahr Wohnungen modernisiert und rekonstruiert haben. Das ist so das Historische an der Kreisstadt Oranienburg. Und wir haben natürlich unter diesen Bedingungen die Wohnverhältnisse für diese Bürger verbessert. Wir haben im Kreis im vergangenen Jahr über 1.400 Wohnungen neu gebaut und modernisiert. Ich glaube, Genosse Honecker hat das auch in seiner Rede sehr anschaulich deutlich gemacht. Seit 1971 ja mit dem Wohnungsbauprogramm als Kernstück unseres sozialpolitischen Programms eine bedeutende Aufgabe im Interesse der Bürger gestellt. Und die wird natürlich auch initiativreich bei uns realisiert.
Dazu gehört, dass wir natürlich in besonderem Maße auch an unsere kinderreichen Familien denken, die Wohnverhältnisse für sie verbessern. Wir haben ja im Kreis über 1000 Familien mit 3 und mehr Kindern. Und auf diesen Gebieten soll es auch weitergehen. Weniger produzieren mehr. Diese Initiative des Petrolchemischen Kombinates Schwedt ist zu einem Synonym für Rationalisierung im Sozialismus geworden. Vor 10 Jahren stellte man sich hier dieser neuen Aufgabe. Für uns, und ich denke, es wird mir keiner meiner Kollegen widersprechen können, für uns hat die Schwedter Initiative außerordentliche Anstrengungen und Mühe, aber am Ende Vorteile gebracht, für jeden Einzelnen. Heute hat sich die Warenproduktion verdoppelt, jeder Dritte übernahm eine neue und damit anspruchsvollere Arbeit. Gestiegene Löhne, die Beseitigung von Arbeitserschwernissen und eine verbesserte soziale Betreuung gehören zum Fazit der Schwedter Initiative, die mittlerweile landesweite Verbreitung fand. Wir sehen uns, wenn wir die demografische Entwicklung unseres Landes im Auge haben, der Tatsache gegenüber, dass wir in den 90er Jahren möglicherweise mit noch weniger Arbeitskräften auskommen müssen. Das kann und darf und soll aber nicht zu Leistungsminderung führen. Erklärtermaßen, Genosse Erich Honecker hat davon gestern vor den ersten Kreissekretären gesprochen, wollen wir und müssen wir den Leistungsanstieg fortsetzen, um unsere Politik der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik einfach fortsetzen zu können. Wir haben seit langem unsere Position formuliert, die da lautet, je stärker der Sozialismus, desto sicherer der Frieden. Ich glaube, dass Genosse Erich Honecker gerade zur rechten Zeit auf die Probleme aufmerksam gemacht hat, die wir im Jahre 1988 zu lesen haben. Wenn wir erreichen wollen, dass der Frieden auch weiterhin sicher ist, wenn wir erreichen wollen, dass Spannungsherde in der Welt abgebaut werden, wenn wir erreichen wollen, dass die bereits erreichten Fortschritte bei der Abrüstung, bei der Vernichtung von Kernwaffen im Interesse unserer Kinder und Kindeskinder, wenn diese Fortschritte fortgesetzt werden sollen, dann führt der Weg dorthin nur über unsere eigene Arbeit, über unsere Leistungsfähigkeit und die Verbesserung unserer Arbeit. Das Referat Erich Honeckers hat bei Agenturen, in Zeitungen, in Rundfunk und Fernsehen des Auslands starke Beachtung gefunden. Durch die Ratifizierung des Vertrages über die Beseitigung der Raketen mittlerer und kürzerer Reichweite sowie das in Aussicht stehende Abkommen über die 50-prozentige Reduzierung der strategischen Offensivwaffen bei Einhaltung des ABM-Vertrages könnte 1988 zu einem wichtigen Jahr in der Abrüstung werden. Diese Einschätzung Erich Honeckers in seiner Rede vor den ersten Kreissekretären gibt die sowjetische Nachrichtenagentur TASS wieder. Gleichzeitig habe sich der Generalsekretär des ZK der SED für die radikale Verringerung der konventionellen Rüstungen ausgesprochen. All das seien nach den Worten Erich Honeckers weitere wichtige Initiativen zur Sicherung des Friedens, die die Atmosphäre in der Welt positiv beeinflussen, die Konfrontation verringern und zu einer Wende in den internationalen Beziehungen beitragen könnten. Eine Wende zum Besseren in den internationalen Beziehungen nach Jahren des Wettrüstens und wachsender Spannungen habe Erich Honecker in seiner Rede vor den SED-Kreissekretären konstatiert und zugleich seine Forderung nach einer Nulllösung für Atomraketen kürzerer Reichweite bekräftigt. Das schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute in einem dreispaltigen Bericht auf ihrer ersten Seite. Dabei wird auf die Feststellung Erich Honeckers verwiesen, die DDR und die BRD seien von Waffensystemen mit Reichweiten unter 500 Kilometer besonders betroffen. Weshalb der Satz, je kürzer die Reichweite, desto deutscher die Toten, durchaus seine Berechtigung habe. Die DDR und ihre Verbündeten, so heißt es in der schon erwähnten FAZ weiter, sehen es als zweckmäßig an, die taktischen Atomwaffen zusammen mit Streitkräften und konventionellen Waffen zu verringern. Ost und West sollten zudem auf die Modernisierung von Waffensystemen verzichten. Von Bundeskanzler Kohl erhoffe sich Erich Honecker eine positive Antwort auf seinen jüngsten Brief mit entsprechenden Vorschlägen. Die DDR, so zitiert die Zeitung Erich Honecker weiter, schätze den Beitrag der BRD zum sowjetisch-amerikanischen Mittelstreckenwaffenabkommen.
Die US-amerikanische Agentur AP schreibt, Honecker habe seine Entschlossenheit unterstrichen, eine Nulllösung nach der anderen zu erwirken. Bei einem Abbau von konventionellen Rüstungen, zitiert die Agentur den SED-Generalsekretär, käme es nicht, wie oft im Westen behauptet, zu weniger, sondern zu mehr Sicherheit. Die britische Agentur Reuter verweist auf die Worte Erich Honeckers, es komme darauf an, dass jedes sozialistische Land auf neue Herausforderungen entsprechend seinen nationalen und internationalen Bedingungen rechtzeitig und flexibel reagiere. Die Erfahrungen der anderen Länder würden in Betracht gezogen und mitverwertet, habe der Generalsekretär gesagt. Das bedeutet aber noch lange nicht, sie einfach zu kopieren. Die lateinamerikanische Agentur Prensa Latina verweist auf den von Erich Honecker hergestellten Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung. Der SED-Generalsekretär habe betont, durch weitere Abrüstungsmaßnahmen könnten gewaltige Mittel für die Beseitigung der Unterentwicklung freigesetzt werden. Abrüstungsexperten, die hier in Genf an der Ausarbeitung des Mittelstreckenraketenvertrages beteiligt waren, haben mit Befriedigung die Feststellung Erich Honeckers aufgenommen, die DDR sei für die volle Verwirklichung dieses Abkommens und werde ihre daraus resultierenden Verpflichtungen korrekt erfüllen. Zusätzliche Initiativen wie den vorzeitigen Abbau der entsprechenden Raketen in der DDR oder das Engagement für eine Nulllösung bei Kurzstreckenwaffen bezeichnet die Neue Zürcher Zeitung heute als Honeckers Drängen nach Nuklearabrüstung. Diese dialogaktive Entspannungspolitik und eine solide Wirtschaftsentwicklung, so war im französischsprachigen Schweizer Rundfunk zu hören, hätten dem SED-Chef jüngst auch die Türen zum Pariser Élysée und zum Brüsseler Königsschloss geöffnet. Dass dem Einstieg in die nukleare Abrüstung nun nächste wesentliche Schritte folgen müssen, wie ein Abkommen über die strategischen Arsenale, dieser Gedanke Erich Honeckers wurde hier am Verhandlungsort Genf auch im Abrüstungssonderkomitee der nichtstaatlichen Organisationen geäußert. Dass der Friedensrat der DDR jetzt in dieses Gremium aufgenommen wurde, wird hier als Wertschätzung empfunden für die Friedenspolitik der DDR. Das gemeinsame Interesse unserer beiden Länder an Frieden und Abrüstung betont Rudi Pavo in der Berichterstattung über die Honecker-Rede. Die DDR setze ihren gesellschaftspolitischen Kurs fort, dessen Herzstück die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik sei. Geteilt wird die Feststellung, dass das Jahr 1988 für den Prozess der Abrüstung von großer Bedeutung ist. Verwiesen wird dabei auch auf die Aktualität der gemeinsamen Vorschläge der CSSR und der DDR für die Schaffung eines atomwaffenfreien Korridors und einer chemiewaffenfreien Zone in Mitteleuropa. Zur Stunde werden die 15. Olympischen Winterspiele in Calgary eröffnet. 60.000 Zuschauer im McMahon-Stadion von Calgary und Milliarden an den Bildschirmen erleben das Eröffnungszeremoniell. Die kanadische Olympiastadt in der Region Alberta kann mit mehr als 1.700 Athleten aus 57 Ländern auf die bisher höchste Beteiligung verweisen. Und auch die Anzahl von 46 Entscheidungen bedeutet einen Rekord in der Geschichte olympischer Winterspiele. 6.000 Mitwirkende gab es allein bei diesem kulturellen Vorprogramm. Entsprechend der Tradition begann die Parade der Länder mit den Sportlern aus Griechenland. Vor wenigen Minuten ist die DDR-Mannschaft als 21. nach dem olympischen Alphabet ins Stadion einmarschiert. Hinter dem Fahnenträger Frank-Peter Rötsch von der SG Dynamo Zinnwald, Silbermedaillengewinner von Sarajevo und dreifacher Weltmeister des Vorjahres. 56 Sportler gehen in Calgary für die DDR an den Start. Unter ihnen erfahrene, bekannte Olympioniken, aber auch zahlreiche Neulinge. Zu dieser Minute ist die Zeremonie noch im Gange. Mehr als 100.000 Dresdner gedachten heute der Opfer des 13. Februar 1945, der barbarischen Zerstörung ihrer Heimatstadt, die 35.000 Menschen das Leben kostete. Zunächst sprach der erste Sekretär der SED-Bezirksleitung Dresden, Hans Modrow. Wir alle brauchen den Frieden, um zu leben und zu überleben. In diesem Sinne handeln die Werktätigen unserer Stadt, wenn sie nach dem Grundsatz starker Sozialismus, sicherer Frieden
und mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz für den Frieden, wachsende Leistungen vollbringen. Bürger aller Klassen und Schichten bekundeten auf dieser Großkundgebung ihr Friedensengagement. Beherrschte Schlüsseltechnologien im Sozialismus sind direkter Kraftzuwachs für den Frieden. Die Wissenschaftler, Ingenieure, Arbeiter und Angestellten des Kombinates Robotron werden dazu auch künftig den von ihnen geforderten Beitrag leisten, um im Wettlauf mit der Zeit Schritt zu halten. Die Rede des Genossen Erich Honecker vor den ersten Kreissekretären der SED begreifen wir als eine erneute Herausforderung für Leistungsanstieg und höchst persönliches Engagement. Die Worte Albert Einsteins im Wissen um die zerstörerische Kraft der Atombombe, dass die Menschheit ein substanziell neues Denken braucht, wenn sie überleben will, haben durch den Vorschlag von Michail Gorbatschow die Menschheit bis zum Jahre 2000 von der nuklearen Waffengeißel zu befreien, reale Chancen einer Verwirklichung erhalten. Ich habe die Hoffnung, ein kernwaffenfreies Europa, ja vielleicht auch eine kernwaffenfreie Welt noch erleben zu können. Und wenn meine Generation das nicht schafft, unsere Kinder werden es schaffen. Doch auch sie werden um die Erhaltung des Friedens kämpfen müssen. Der Frieden ist nun mal kein Geschenk. Aber all die Menschen, die am 13. Februar 1945 gestorben sind, sollen nicht umsonst umgekommen sein. Einmütig gaben die Dresdner einer Willenserklärung ihre Zustimmung. Danke. Lasst uns mit Herz, Verstand und Tatkraft für ein friedliches Fortbestehen der Menschheit kämpfen. Koordinierte Aktionen für die Beseitigung der ausländischen Militärbasen in Griechenland sind heute auf einem Treffen in Athen erörtert worden, an dem mehr als 300 Delegierte von Friedensorganisationen, demokratischen Parteien, Gewerkschaften sowie von Jugend- und Frauenorganisationen teilnahmen. Der ehemalige NATO-Offizier Georgos Patas unterstrich, dass die USA-Stützpunkte im Land ausschließlich amerikanischen Interessen dienen. Übungsalarm in einer sowjetischen Raketeneinheit in Belarusland. Zum ersten Mal haben hier in Moskau akkreditierte ausländische Berichterstatter, Fernsehkorrespondenten und Rundfunkkorrespondenten aus 5 Ländern die Möglichkeit erhalten, eine Operationsbasis sowjetischer nuklearer Mittelstreckenraketen zu besuchen. Dies noch vor Inkrafttreten der Vereinbarung von Washington. Ein weiterer Beitrag der UdSSR zur Vertrauensbildung im Prozess der Abrüstung. Es ist dies eine Rakete vom Typ RST-10, bislang bekannt als SS-20. Einer der rund 85 Tonnen schweren selbstfahrenden Startkomplexe, hier erstmals gezeigt, auf dem Marsch in den Stationierungsraum. Angetrieben von einer 800 PS starken Maschine. Sie verleiht dem Raketenträger im Gelände eine maximale Geschwindigkeit von 40 km in der Stunde. Seine Last, die rund 17 Meter lange zweistufige Rakete, mit festem Treibstoff gefüllt, die 3 nukleare Gefechtsköpfe trägt. Solange der in Washington unterzeichnete Vertrag, der die Vernichtung dieser Waffensysteme in der Sowjetunion und in den USA vorsieht, noch nicht in beiden Ländern ratifiziert ist, befinden sie sich in ständiger Einsatzbereitschaft des diensthabenden Systems. So auch in dem Raketenregiment von Rechitsa, 80 Kilometer südwestlich von Gomel gelegen. Insgesamt sind hier 6 dieser Mittelstreckenraketen in einzelnen Hangars stationiert. Der Kommandeur einer der 5-köpfigen Raketenbesatzungen, Alexander Bochili, Oberleutnant, sagt uns, wir begreifen,